Also, dann haben wir den ersten Redner mit seiner Debütrede bei uns hier. Herzlich willkommen und einen tollen Applaus bitte für den Christian. Ja. So, wie lang? Hört man nicht? Ja, ja. Ein bisschen näher ran. Okay. Nimm's in die Hand. Genau. Okay, hört man mich? Jo! Ja! Okay. Ja, ich habe die letzten zwei Wochen auf dem Montagsspaziergang Shield und getragen, da stand Nein zum Genderwahnsinn. Und ich arbeite ja seit fast 16 Jahren an einer Hochschule. Da dachte ich, ich kann ja ein bisschen dazu was erzählen. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Du musst näher nachher. Okay. Ja. Einer der Höhepunkte des Jahres an der Hochschule, an der ich arbeite, ist die sogenannte Genderwoche. Und da wird innerhalb einer Woche gibt es ein wahres Feuerwerk an Seminaren und Workshops zum Thema Gender. Es kommen Gender-Experten und Expertinnen aus ganz Deutschland angereist. Aber es ist ja nicht nur so, dass es während dieser Woche diese Veranstaltungen gibt, sondern über das ganze Jahr verteilt, sodass je nachdem, was man studiert, kommt man an diesem Thema gar nicht vorbei. Gut, was kriegen jetzt zukünftige Lehrer und Erzieher so zum Hören? Die sollen in so einer Genderwoche. Ich habe mir mal ein paar Sachen notiert. Die Worte Frau bzw. Mutter sind nicht mehr zeitgemäß. Und man sollte stattdessen lieber Menschen, die schwanger werden können, sagen. Die Begriffe Mann bzw. Vater sollten ersetzt werden durch Menschen, die nicht schwanger werden können oder Spermageber. Das weiß man heutzutage nicht, wenn er genau schwanger wird. So, das Geschlecht ist sozial geformt. Somit können auch Männer schwanger werden und Kinder bekommen. Das Konstrukt Frau ist eine kulturell konstruierte Kategorie mit dem Zweck, die menschliche Fortpflanzung zu kontrollieren. Frauen sind Gefäße, die ihren Körper bereitstellen, um Kinder anderer, das heißt von Männern, heranreifen zu lassen. Weil in ihrem Bauch das Allgemeingut, also das Kind, heranwächst, verlieren Frauen ihre Menschenrechte. Sie werden fremdbestimmt, indem man ihnen zum Beispiel Vorschriften macht, die in ihr Recht auf körperliche Selbstbestimmung massiv eingreifen können, zum Beispiel Abtreibungsverbote oder dass sie während der Schwangerschaft nicht trinken sollen. Das Patriarchat ist die Herrschaft des Vaters. Das Patriarchat ist eine Methode, Männern über Gesetze den Zugang zu Kindern zu verschaffen. Die Rechte des ungeborenen Kindes sind ein Einfallsort für Väter oder andere Leute oder für Gesetze, die Rechte des Embryos gegen die Schwangere vertreten. Und das ist mit den Menschenrechten nicht vereinbar. Nur Personen, die ein Kind oder nur die Person, die das Kind geboren hat, soll über das Kind bestimmen dürfen. Ob und welche Rechte Väter haben, soll die Gebärende allein entscheiden. Die Freiheit der Gebärenden hat höchsten Rang. Die klassische Ehe funktioniert nicht mehr. Sie verliert an Bedeutung. Sie ist nur ein Modell unter anderem. Als Alternativen gelten zum Beispiel die Ehe für alle oder Kinder, die mehrere Mütter haben, zwei oder drei, oder homosexuelle Paare, die Kinder wollen und diese von Leihmüttern austragen lassen. Die Frauen werden aus dem gesellschaftlichen Leben, Arbeit und Institutionen ausgeschlossen, weil sie ihre Kinder betreuen und erziehen müssen. Und in dieser genderfeministischen Zukunftsvision übernimmt deshalb diese Aufgabe der Erziehung und der Betreuung der Staat. Nachdem ein Kind geboren wurde, kann nämlich jeder die Rolle der Mutter und des Vaters übernehmen, also auch irgendwie die Gemeinschaft, die in der Kindertagesstätte oder wo auch immer. Die biologische Verwandtschaft spielt hierbei keine Rolle mehr. Vor allem der leibliche Vater wird durch den Staat ersetzt, wenn man sich das anhört. Oder wie einer dieser Genderfeministinnen in einem Online-Interview sagt, alle brauchen eine Mutter, aber niemand einen Vater.
Hört man sich einige Gender-Feministinnen an und fasst das zusammen, was sie über Familie sagen, dann könnte man das so zusammenfassen. Die traditionelle Familie mit Vater, Mutter, Kind muss abgeschafft werden, weil sie die Keimzelle des Patriarchats und damit des Kapitalismus ist. Ui! So, damit man muss wissen, dass die Gender-Theorie, die hat ihren Ursprung im Postmodernismus und dieser wiederum im Marxismus. Also dann ist das nachvollziehbar. Und macht es euch klar, wer Gender bestellt, kriegt Sozialismus geliefert. So, wenn man sich diese Vorträge von diesen Gender-Feministinnen anhört, dann gehen wir bei wenigen Sätzen schon die Alarmglocken los. Denn da taucht eine Frage nicht auf. Diese Frage ist nicht erwünscht, es ist praktisch eine verbotene Frage. Man kehrt das unter den Tisch oder wenn man sich dazu äußert, dann ist das Wunschdenken. Wissenschaftliche Fakten werden da einfach ignoriert. Und diese Frage lautet, und was ist mit den Kindern? Ja, genau. Ja? Also wie geht es einem Kind, das in einer kaputten Familie, sagen wir mal, ohne Vater oder Mutter aufwächst? Und ich werde heute maximal provokant sein und ich werde sogar fragen, wie geht es Kindern ohne Vater, die ohne Vater aufwachsen? Weil das ist eine noch schlimmere Frage. Wenn man solche Fragen stellt, gilt man nämlich als rechter Frauenhasser. So. Also, wie geht es Kindern, die ohne Vater aufwachsen? Ich zitiere aus wissenschaftlicher Literatur. Diese Feministinnen könnten das selber nachlesen, wenn sie das wollten. Die Wahrscheinlichkeit, dass Jungen und Mädchen an Depressionen erkranken, verdoppelt sich, wenn diese in einem Haushalt ohne Vater aufwachsen. Kinder, die ohne Vater aufwachsen, leiden an einem Gefühl der Verlassenheit, Minderwertigkeit, Ängstlichkeit und Unglücklichsein und haben phasenweise Selbsthass. Die Wahrscheinlichkeit von Selbstmord steigt bei Jugendlichen deutlich, wenn sie ohne Vater aufwachsen. Circa 90% der jugendlichen Obdachlosen und Ausreißern stammen aus Haushalten ohne Vater. 85% der Jugendlichen in Gefängnissen stammen aus Familien oder Haushalten ohne Vater. 80% der Kriminellen, die aus Wut vergewaltigt haben, stammen aus Haushalten ohne Vater. Jungen, die ohne Vater aufwachsen, suchen nach Respekt und Struktur in Gangs, werden häufig Mitglied terroristischer oder faschistischer Organisationen und begehen häufiger Massenmorde. Das Fehlen eines Vaters erhöht bei Mädchen die Wahrscheinlichkeit von Teenager-Schwangerschaften. Menschen, die ohne Vater aufwachsen, haben eine 4 Jahre kürzere Lebenserwartung. 71% der Schulabbrecher wachsen ohne Vater auf. Kinder ohne Vater schneiden im Durchschnitt schlechter beim Lesen und Rechnen ab als Kinder mit Vater. Das Buch, aus dem ich zitiere, das heißt The Boy Crisis von Warren Farrell. Ich habe jetzt 10 Beispiele genannt von Kindern, also von Problemen bei Kindern ohne Vater. Im Buch werden über 70 solche Beispiele genannt. Das heißt, es gibt kaum einen Lebensbereich, der nicht betroffen ist, wenn ein Kind ohne Vater aufwächst. Und genauso schlimm ist es natürlich, wenn es ohne Mutter aufwächst. Gut, ich möchte zum Abschluss noch eine kurze Geschichte aus dem Film erzählen. Der Film heißt A Straight Story und er basiert auf einer wahren Begebenheit. So, in diesem Film gibt es eine Szene, in der ein alter Mann einem jungen Mädchen, das von zu Hause abgehauen ist, weil es ungeplant schwanger wurde, eine Geschichte über sich und seine 7 Kinder erzählt. Und die ist ganz kurz, ich lese die mal vor. Also die geht so. Als meine Kinder noch klein waren, habe ich immer ein Spiel mit ihnen gespielt. Ich habe ihnen einen Stock in die Hand gedrückt, jedem einen. Und dann sollten sie ihren Stock durchbrechen, was natürlich leicht ging. Ich sagte dann, schnürt eure Stöcke zusammen zu einem Bündel und versucht dieses nun zu durchbrechen, was sie natürlich nicht schafften. Dann sagte ich zu ihnen, dieses Bündel,
ist die Familie. Vielen Dank. Christian, ganz herzlichen Dank für deine erste Rede hier bei uns. War bitter notwendig, weil wir sind ja alle im Thema, aber was er da gerade teilweise vorgelesen hat, was da alles läuft, das glaubt man ja nicht. Ja.